Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute vergeben wir gemeinsam die Buch-Oscars 2020. Ja, die Oscar-Verleihung ist ja verschoben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich aktuell noch geplant ist. Theoretisch gibt es im Februar ja immer die Film-Oscars. Und ja, ich werfe da in den letzten 2-3 Jahren auch gerne nochmal einen Blick zum letzten Jahr und meinen Buchfavoriten und vergebe Oscars. Und dabei geht es nicht zwangsläufig immer nur um die Handlung oder um Bücher, die mich begeistert haben, sondern wir haben ja hier allerhand Kategorien, die sich eben ja so ein bisschen an die Film-Oscars orientieren und ja, aber lange Rede, kürzer sind. Alle Fragen findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr vielleicht Lust habt, auch mitzumachen, egal ob in Videoform oder ob ihr die ein oder andere Frage vielleicht in den Kommentaren beantworten wollt. Und ich packe euch auch die Bücher unten in die Infobox, sollten euch da ja weitere Informationen ihr irgendwie suchen oder haben wollt, dann findet ihr alles unten. Natürlich sind nicht nur die Kategorien spannend, sondern auch die Sieger. Ich habe da jetzt nicht verschiedenste wie bei den Film-Oscars, wo man noch 5 Kandidaten hat und einer wird es so spannend, machen wir es hier nicht. Aber natürlich gibt es immer einen Gewinner und da können wir dann sagen, and the book Oscar goes to... Und das machen wir so ein bisschen zusammen. Wir starten mit der ersten Kategorie und das ist der beste Schauspieler bzw. der beste männliche Protagonist. Und ich glaube, es kann im letzten Jahr, es kann nur einen geben. Und zwar, ja, Geralt von Riva aus der Hexersaga von Andrzej Sapkowski. Ach. Ja, meine neue große Liebe. Ich bin so ein Fan der Hexersaga im letzten Jahr geworden. Ich fand die Serie großartig. Ich habe die Let's Plays weggesuchtet. Ich habe, ja, Geralt von Riva absolut in mein Herz gelassen. Und das ist mir schon lange, lange, lange nicht mehr so intensiv passiert, wie jetzt wirklich in dieser 5-teiligen Reihe plus ja den Vorgeschichten. Und bei mir sind jetzt auch die Kurzgeschichten eingegangen. bekommen, wo eine Geschichte sich, um die Eltern von Geralt drehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich fand die 5er-Reihe einfach großartig. Und Geralt ist so ein spezieller Charakter. Nicht nur, dass er eben ein Hexer ist, ein Mutant ist, dass körperliche Veränderungen in ihm stattgefunden haben, dass er besondere Kräfte hat, sehr stark ist, langlebiger ist als wir. Und ich finde ihn vom Charakter einfach so großartig. Er hat einen ganz besonderen, trockenen Humor. Er hat einfach so wahnsinnig eigene Gedanken, auch wie er die Welt sieht, wie er das rüberbringt, wie er mit Freunden, Verbündeten umgeht, wie ja, skrupellos er eigentlich dann auch zu seinen Feinden ist. Dass er immer versucht, neutral zu sein, sich in keine Kriege zu mischen, keinem Herrscher zu dienen, aber er für sich eben schon irgendwie festlegt, was ist richtig, was ist gut und was gilt es zu bekämpfen. Und ich glaube wirklich, diese Sicht auf die Dinge und sein spezieller Humor, ich glaube, die haben mich im letzten Jahr einfach so gefesselt und gepackt. Für mich einfach der männliche Protagonist schlechthin im letzten Jahr. Dann gibt es natürlich das Gegenstück dazu, ist dann die beste weibliche Protagonistin, also die beste weibliche Hauptrolle, Schauspielerin, wenn man so will. Und auch da gibt es eigentlich nur eine, nämlich Mia Kovere aus der Nevernight-Reihe von Chael Christoph. Eine Reihe, die ich letztes Jahr verschlungen habe, die ich total auch in mein Herz aufgenommen habe. Und Mia ist so eine spezielle Protagonistin, so ein richtiger Badass, die genau weiß, was sie will und wie sie da rankommt, die Rache nehmen möchte, die zur Assassinin wird, die ja das Gesetz auch in die eigene Hand nimmt und die umgeben ist auch von Magie, von einer spannenden Welt und die einfach stark ist, die eine sehr derbe Sprache hat, die nimmt, was sie will und was sie will, kriegt sie auch und das macht sie einfach zu einer ganz, ganz besonderen weiblichen Protagonistin, wie ich finde, die mir wirklich unfassbar gut gefallen hat. Also ich habe mit ihr mitgefiebert, mitgelitten, mich mitgefreut und ich fand diese Reihe wirklich großartig und Mia Kovere hat hier definitiv einen großen Anteil daran, dass ich diese Reihe so, so, so gefeiert habe und sie ist für mich einfach die beste Protagonistin aus dem letzten Jahr. Die dritte Kategorie ist dann beste Kameraführung. Hierbei geht es um den besten Plot-Twist bzw. die beste unerwartete Wendung. Und das war schon ein bisschen
Ja, da musste ich ein bisschen länger drüber nachdenken, habe mich aber dann für John Mars The Passengers entschieden. Du entscheidest über Leben und Tod mit einem Wahnsinnsbuchschnitt. Also das muss man echt sagen. Der The One ist ja weiß mit pink und ich glaube jetzt The Watchers wird grau sein mit grün, wenn ich das richtig gesehen habe, bin mir nicht sicher. Ja, aber The Passengers, es geht hier um autonome Autos und einem Hacker, der die scheinbar unter Kontrolle gebracht hat. Wir erleben die Perspektiven von den im Auto Sitzenden, gleichzeitig sind wir in einer Kommandozentrale und erleben auch dort, wie die Welt das wahrnimmt, wie Social Media reagiert, wie Facebook sich was darüber in den Medien erzählt wird und so weiter. Und es gibt hier so unfassbar viele Wendungen, die uns Leser auch den Spiegel vorhalten, die uns auf falsche Fährten führen, die uns dann wirklich überraschen, wenn das Ergebnis und die Wendung über uns hereinbricht. Und ich habe hier vieles, vieles nicht kommen sehen. Und für mich ist ein autonomes Autofahren oder autonome Autos ja sowieso irgendwie eine Horrorvorstellung per se. Und ja, das wird hier drin wirklich wahnsinnig gut dargestellt und verkörpert. Und ich... ja, also ich habe direkt Gänsehaut, wenn ich so an zwei, drei Momente in der Geschichte denke und wirklich Wendungen, die ich einfach nicht habe kommen sehen. Und wir haben das ja auch in unserer John Mars Fanclub-Gruppe gelesen und wir waren alle geflasht und begeistert von den vielen besonderen Wendungen. Am Ende übertreibt es John Mars vielleicht so einen Hauch, aber für mich hat es überhaupt keinen Abbruch getan. Ich fand das Buch großartig, es hat mich wahnsinnig gut unterhalten und ja, auch die Wendungen waren mega überraschend und ich ja, fand sie einfach Hammer und ja, deswegen geht hier der Buch-Oscar an The Passengers. Vierte Kategorie ist bestes Kostümdesign, bestes Buchcover und auch hier muss ich sagen, ach, war ich schon so ein bisschen am Überlegen, ja, und habe dann schon zwischen 4-5 Büchern so ein bisschen gehadert, aber ich bin dann doch auf Der Orden des geheimen Baumes gekommen und Die Magierin ist der erste Teil von Samantha Shannon, weil ich das Gesamtbild einfach so, so schön finde. Dieses Gelb mit diesem Blau, mit dem Drachen und das Blau funkelt ja auch wahnsinnig schön. Ich hoffe, dass ihr es so ein bisschen erkennen könnt. Es ist auch so ein bisschen erhaben und es spiegelt sich so ein bisschen und ich finde es einfach toll. Ich finde dieses Cover richtig, richtig schön und muss wirklich sagen, für mich hat das den Oscar gewonnen. Und im Inneren ist es jetzt nicht ganz so ja, einfallsreich, es ist einfach gelb, aber ja, aber es hat auch eine Karte und es ist einfach von innen schön, also es ist richtig schön aufgemacht. Und der zweite Band ist dann ja blau. Man muss ja dazu sagen, im Englischen ist das ja nur ein Band, aber also für mich, also es gibt, ja, es ist ein wunderschönes Cover. Natürlich kann man auch sagen, dass die Hexersaga ein richtig, richtig schönes Cover jetzt haben. Die haben aber vor allem im Grunde den schönen Buchrücken, der dann das Zeichen von Geralt sozusagen darstellt. Aber ich fand das mit dem Drachen, ich finde das richtig schön. Also ich, ja... ja, ich bin verliebt und bin wirklich ein großer Fan von diesem Cover. Auch wenn ich ja sonst nicht so der große Coverkäufer und Draufachter bin. Dann haben wir die fünfte Kategorie und die splittet sich, nämlich die besten Nebendarsteller bzw. Nebendarstellerin. Und zwar geht es hier um den besten männlichen und die beste weibliche Nebencharaktere aus einem Buch. Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen schwieriger. Mir sind nämlich so einige Nebencharaktere eingefallen, die ich toll fand. Ich wollte jetzt aber auch nicht nur aus den Highlight-Büchern Charaktere nennen, sondern habe mich hier ja, für zwei Charaktere von sehr guten Büchern, sage ich mal, entschieden, wo mir aber die Nebencharaktere durchaus recht noch im Gedächtnis sind. Zum einen ist das einmal Alec aus dem Auftakt einer Trilogie, glaube ich, wird es, Zweite Chance auf Finnisch von Christina Lagome. Das Buch habe ich im letzten Jahr auch gelesen, ist auch erschienen. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar den dritten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar ist das so ein bisschen in Richtung Rockstar-Liebesgeschichte. Und Alec ist eben der Rockstar in der Geschichte, beziehungsweise ja, trifft im Grunde Lucy auf ihm, die von Hamburg Richtung Finnland fährt, um ja im Grunde die große Liebe ihrer Oma irgendwie zu finden oder herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Und ja, sie trifft ihn dann auf der Fähre, weiß aber gar nicht, wer Alec ist
Und ja, er ist im Grunde ein bisschen ausgebrannt gewesen, kehrt jetzt zurück zu seiner Band und ich habe ihn sofort ins Herz geschlossen. Ich fand die Begegnung schon auf der Fähre so, so schön und die Dialoge toll und ich habe ihn, ach ja, ich weiß nicht, ob man ihn direkt so als Nebencharakter betiteln kann, weil er natürlich auch einen großen Anteil an der Geschichte hat. Aber für mich war hier die Protagonistin definitiv Lucy und die Jungs der Rockband sind immer eher so ein bisschen, ja, nebenbei. So sehe ich das zumindest auch im zweiten Band, den ich ja schon auf dem Sub habe. Und wie gesagt, der dritte ist, glaube ich, auch schon erschienen. Und ich fand Alec einfach so, trotz seines Rockstar-Daseins, so auf dem Boden geblieben, so, so ernst, aber trotzdem locker und leicht und wie man das Leben genießt und wie er im Grunde auch ja, für Lucy zeigen wollte, dass das Leben leicht sein kann, dass es schön sein kann, dass es kreativ sein kann und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich habe den in sehr, sehr guter Erinnerung und auch Lucy Gray aus Tribute von Panem X. Hier geht es ja um die 10. Hungerspiele und das Buch ist ja sehnsüchtig erwartet worden. Wir haben im Grunde die Vorgeschichte zu der Trilogie und von Susan Collins und wir sind hier bei den 10. Hungerspielen. Also das heißt, wir sind knapp 60 Jahre, 65 Jahre vor der Trilogie und wir treffen hier im Grunde auf President Snow, der natürlich noch kein Präsident ist, sondern noch zur Schule geht und hier jetzt eben bei den Hungerspielen das erste Mal ein Mentor sein soll für sein Distrikt und ja, wir sind so ein bisschen bei den Anfängen der Hungerspiele dabei und wie sich das dann eben so entwickelt hat, wie wir sie eben kennen. Und wir treffen hier eben auf Lucy Gray, die ja an den Hungerspielen teilnehmen muss für ihren Distrikt, auch aus dem 12. Distrikt, also aus dem auch dann Katniss und Peter sind. Und ich fand die Hammer. Ich fand das so eine tolle Frau, die ich ja einfach in wahnsinnig guter Erinnerung habe. Ich mochte es, wie sie dem Präsidenten, wie sie Snow im Grunde die Welt von außen gezeigt hat, wie sie ihm auch mal Gefühle näher gebracht hat, wie sie auch gezeigt hat, wer sie ist, wie sie ist, warum sie eigentlich nicht anders ist, aber doch zu vielen Teilen. Und besonders die Bezüge, die es dann eben zur Trilogie gibt, die habe ich absolut gefeiert von Lucy Gray. Und ich fand sie eine ganz tolle Nebencharakterin. Und ich fand die wirklich toll. Also mir hat die sehr, sehr gut gefallen. Und die war auch sehr lebendig beschrieben, sehr bildhaft. Also sie ist auch im Kopf geblieben. Und ich weiß, dass viele den Band, sozusagen die Vorgeschichte, nicht so mochten. Dass es viele sehr langweilig fanden. Ja, natürlich kommt es irgendwie nicht an die Trilogie ran. Aber für mich hatte diese Langsamkeit eben auch durchaus ihren Reiz. Und ich mochte das Buch sehr gerne. Ist auch aktuell im Freundeskreis unterwegs. Deswegen jetzt auch hier nur das Bild. Normal habe ich das Hardcover hier. Aber ja, ich konnte es jetzt niemanden, der es gerade liest, entreißen sozusagen. Und blende euch daher das Cover ein. Aber auch eine ganz, ganz tolle Nebencharakterin. Dann 6. Kategorie, bestes originales Drehbuch, beste und kreativste Welt, die von einem Autor, einer Autorin kreiert wurde. Und da muss jetzt natürlich Casa Dim her von Julia Dippel. Ein Buch, das mich im letzten Jahr total geflasht hat, sowohl Band 1 auch, als auch Band 2. Und ich überhaupt nicht erwartet habe, dass das so gut wird. Also über das Cover will ich jetzt gar nicht diskutieren. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon oft genug angesprochen, dass ich das Cover wirklich schrecklich finde. Und dann dachte ich schon, naja, dann wirst du es dir nicht als echtes Buch ins Regal stellen, sondern du liest es als E-Book. Und ich habe halt so ein bisschen Fantasy erwartet und auch irgendwie eine Liebesgeschichte. Und dann hat mich diese Welt erwischt. Und ich fand das wirklich großartig. Mein Fantasy-Herz ist gewachsen, ist größer geworden und ich hatte so, so viel Spaß mit beiden Bänden. Ich bin mega gespannt jetzt auf Band 3, der Ende diesen Jahres erscheinen wird und ich finde es Wahnsinn, was Julia Dippel geschaffen hat. Unsere Welt ist nur zu Beginn der Geschichte relevant und dann kommen wir in diese magische Welt und die tut sich eben auf voller bildhafte Darstellungen, wahnsinnig spannenden Wesen, verschiedensten Fürstentümer, die ganz unterschiedlich aussehen, die von der Magie anders funktionieren, die aber irgendwie doch so ein großes Ganzes haben und dann eben auch Charaktere, mit denen wir durch diese Welt reisen und durch die Augen von denen eben auch die Welt kennenlernen. Und dadurch, dass wir eben auch an unterschiedlichen Stellen sind, sehen wir so viel, erleben so viel Magie und ich fand das großartig. Also ich bin total geflasht von dieser Welt, von dem, ja, wie auch Julia Dippel uns diese Welt näher bringt und rüberbringt. Und ich hätte das nie, nie, nie erwartet. Ich habe da tatsächlich eher irgendwie so an, jetzt vielleicht nicht an ein normales Jugend-Fantasy-Buch gedacht, aber
Ich hatte schon das Gefühl, da könnte ein bisschen was da sein, aber dass es mich so flasht um umhaut und ich das wirklich so in jeweils 2 Tagen irgendwie wegsuchte, das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Also großartig, wahnsinnig tolle Welt und für mich definitiv, einfach, ja, das Originaldrehbuch der Oscar geht hier definitiv an Julia Dippel. Die 7. Kategorie geht dann um bestes bearbeitetes Drehbuch. Hier geht es um die beste Buchverfilmung. Und das ist natürlich im letzten Jahr ein bisschen schwierig, weil wir ja kaum neue Filme irgendwie gesehen haben, kaum neue Filme auch in die Kinos gekommen sind und auch serientechnisch nicht für mich so viel dabei war, was mich an Buchverfilmung irgendwie interessiert hätte. Dann könnt ihr jetzt natürlich mit Virgin River kommen, wobei das habe ich ja abgebrochen, zumindest die 2. Staffel, die letztes Jahr erschienen ist. Aber ich habe letztes Jahr Dash und Lily geschaut. Ich glaube, so irgendwann November, Dezember ist die auf Netflix herausgekommen. Ist ja eine Buchverfilmung, also in Serienform und hat für mich so einen richtig schönen weihnachtlichen, winterlichen Charme gehabt. Das ist natürlich jugendlich, es hat Witz, es hat Humor, es hat auch so diese jugendliche Leichtigkeit. Es war bildhaft sehr schön gezeigt. Also man hat die beiden Protagonisten wirklich sehr in Szene gesetzt und sie auch sehr andersartig gezeigt, möchte ich jetzt mal so sagen. Wir haben eben Lilly, die eben ein bisschen bunter ist, die Weihnachten liebt, während wir eben Dash haben, der ja so ein bisschen vielleicht in einer schwarzen Phase gerade steckt, seiner Jugendzeit, und der Weihnachten überhaupt nicht mag. Und das wurde so wunderbar mit den Welten auch tatsächlich dargestellt. Hat mir super gut gefallen, die Serie. Und vielleicht gibt es ja eine 2. Staffel, dann müsste ich allerdings auch noch das 2. Buch lesen. Aber das würde mich auf jeden Fall freuen, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. In der 8. Kategorie geht es um den besten Animationsfilm, bestes Buch, welches sich gut für ein Animationsformat eignet. Und hier ist mir eigentlich direkt Hex-Files in den Sinn gekommen von Helen Harper, die komplette Trilogie. Und nicht nur, dass es die Cover schon wirklich, dass ich die cool finde, leider gibt es die nur als E-Book oder Hörbuch, das heißt nichts Haptisches fürs Regal. Aber die Vorstellung, diese magische Welt in cooler animierten Form zu sehen, zudem auch ja, die Katzen, die sprechen können oder hier eben auch ihr Unwesen treiben, und im 3. Teil geht es ja dann auch so ein bisschen um Geister. Also ich kann mir diese Welt wirklich wunderbarst animiert vorstellen. Ich sehe wirklich auch vor mir, wie eben auch diese Magie funktioniert, unsere Protagonisten, das magische Institut mit den verschiedensten Räumen und ach, wie da so langgewändige irgendwie umherstromern. Also ich sehe das vor mir. Mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Das war auch so ein Überraschungshighlight, wo ich bei Hexfights dachte, naja, es wird halt irgendwie so eine Hexengeschichte sein, wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen kindlicher, jugendlicher, und das war es aber überhaupt nicht. Wir haben hier auch wirklich eine Protagonistin, die großartig ist, die am liebsten Netflix schaut und chillt und gar keinen Bock auf diese magische Welt hat und eben eine Katze hat, die spricht, und dann wird sie da in so eine Art Krimi-Fall hineingezogen, aber sehr leicht nur Krimi. Es ist schon spannend und sehr actiongeladen, es ist humorvoll, und das zieht sich eben so durch diese 3 Geschichten, so jede Geschichte so ein bisschen mit dem eigenen Fall, aber natürlich so einem roten Faden, und mir hat das großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es damit weitergeht oder ob es bei der Trilogie bleibt, aber mich hat die super gut unterhalten und ich sehe die förmlich auch animiert vor mir und fände das richtig, richtig cool. Dann die 9. Kategorie ist die bester Filmregisseur bzw. beste Autorenentdeckung. Auch hier habe ich mir tatsächlich ein bisschen schwer getan, weil ich natürlich Autoren für mich auch im letzten Jahr entdeckt habe. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, Sapkowski habe ich ja theoretisch schon 19 entdeckt. Von Jay Kristoff habe ich vorher auch schon mal was gelesen. Auch John Mars habe ich ja schon im Jahr vorher entdeckt mit The One. Also ja, auch wenn die mich natürlich dadurch jetzt nochmal mehr begeistert haben. Aber ich habe ganz klar, es ist eigentlich Walter Mörs. Ich habe 2 Bücher von ihm im letzten Jahr gelesen, unter anderem Die Stadt der träumenden Bücher. Und also sein Stil hat mich komplett gepackt, gefesselt, begeistert. Das ist Fantasy nochmal auf einem ganz anderen Level, in eine ganz andere Richtung, mit einer wahnsinnigen Sprache, die ist sehr direkt. Die ist sehr humorvoll, die schreit einen förmlich an, wie Dirk Bach es als Vertoner sozusagen im Hörbuch gemacht hat. Ich fand das Hammer. Ich mochte es, wie Walter Mörs mit Worten spielt, wie er Worte und Welten kreiert, wie er im Grunde auch Lebewesen erschafft und diese Welt. Und das mal ganz speziell innovativ und anders und so, so, so viel Fantasie.
bedarf eben einfach auch eines Oscars und ich fand das wirklich Hammer. Also ich frage mich, wie ich all die Jahre ohne dieses Buch ausgekommen bin. Wie bin ich, wieso habe ich das erst im letzten Jahr entdeckt? Also ich weiß, dass die Walter Mörs-Fans und die Fans von Samonien jetzt, glaube ich, auch auf den nächsten Band sozusagen waren, auf den dritten oder vierten, bin gerade nicht sicher. Den zweiten habe ich schon hier, habe auch so das Winterbuch, das Weihnachtsbuch dazu zu Weihnachten bekommen. Also ich bin Fan. Mich hat Walter Mörs mit seiner besonderen Art des Erzählens wirklich begeistert und also richtig, richtig toll. Für mich definitiv eine Entdeckung und es ist nicht das letzte Buch, was ich von ihm lesen werde. Dann haben wir die Kategorie Nummer 10, beste visuelle Effekte, Buch, welches die besten Actionsequenzen beinhaltet. Und ich wollte das nächste Buch, was schon einmal gezeigt wurde, eigentlich nicht nochmal nehmen. Aber es gibt irgendwie kein so richtiges Buch, was für mich da rangekommen ist. Und es ist nochmal Nevernight von Jay Kristoff. Das Buch bekommt jetzt sozusagen 2 Oscars, hätte gefühlt eigentlich auch alle verdient, weil auch das Cover ist großartig und der erste Teil hat auch einen wahnsinnig schönen roten Buchschnitt. Ich weiß gar nicht, warum es das dann im zweiten Teil nicht mehr gibt. Der dritte Band ist ja, glaube ich, dunkler, schwärzer gestaltet, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Das muss definitiv auch noch bei mir einziehen, aber das gibt es leider noch nicht günstig gebraucht. Solltet ihr Nevernight 3 abgeben wollen, schreibt mir unbedingt mal. Nevernight, für mich ein Buch, wir haben das ja in Leseabschnitte geteilt, wir haben uns das, glaube ich, auf 14 Tage aufgeteilt und es ist so viel in einem Abschnitt passiert, dass ich dachte, davon füllen andere ein ganzes Buch. Also was hier innerhalb von 50 Seiten passiert ist, es war ein Wahnsinnstempo, es hatte Action und es war immer packend, immer Sogwirkung, es war immer unterhaltsam und man wollte nicht aufhören zu lesen. Also das ist wirklich wahnsinnig gewesen, was Jay Kristoff hier reingesteckt hat und wie viel er hat passieren lassen, ohne es zu überladen. Aber es war immer actionreich, immer spannungsgeladen und ich hätte direkt wieder Lust, es zu hören. Wir haben es gehört, Sprecher ist Robert Frank, der hat es wahnsinnig gut vertont, das möchte ich auch hier nochmal sagen. Auch der hätte theoretisch einen Oscar verdient, zusammen mit Dirk Bach, aber großartig. Also wirklich der Hammer. Action-Szenen. Ich bin einfach begeistert von dieser Reihe. Und ich wollte, wie gesagt, eigentlich keinen Oscar doppelt vergeben, aber das Buch muss definitiv doppelt belohnt werden. Dann haben wir den bester Soundtrack einer Buchverfilmung. Und hier habe ich mir ein bisschen... Eigentlich hat mir nicht schwer getan, aber ich wollte es mir nicht eingestehen. Ich habe Harry Potter geschaut. Ich glaube, der Soundtrack geht immer. Wir haben Herr der Ringe und der Hobbit geschaut. Ich finde auch dieser Soundtrack geht immer. Aber eigentlich, muss ich tatsächlich eigentlich Twilight sagen. Ich habe Twilight gerewatcht im Oktober, glaube ich, letzten Jahres. Und auch wenn die Filme nicht meins sind, wenn die Story nicht meins ist, wenn diese toxische Beziehung nichts für mich ist und ich mich frage, wie man das so feiern kann und konnte. Aber der Soundtrack ist geil. Das muss ich echt sagen. Allein die Bands, die auf diesen Soundtracks in den 5 Teilen vertreten sind, und daran habe ich mich auch wieder erinnert. Also ich habe mich daran erinnert, welche Bands ich auch durch diesen Soundtrack für mich gefunden habe, welche ich danach rauf und runter gehört habe, dass ich da auch auf Konzerten war von Bands, die ich dadurch entdeckt habe. Und das hatte ich gefühlt so ein bisschen verdrängt, vergessen, dass ich die Band ja davon kenne. Und wir haben zum Beispiel Muse, wir haben Linkin Park, wir haben Florence and the Machine, wir haben Sina, wir haben Christina Perry, wir haben Death Cab for Cutie, wir haben natürlich auch so diese klassische Teile von Mumu Burwell, ich weiß gar nicht mehr, wie der Vorname war. Dann haben wir natürlich diese ganze Klassik, auch so ein bisschen, dadurch ist ja Lang Lang im Grunde bekannt geworden für sein River Flows in You. War das Lang Lang? Oder war das Yiruma? Ich hoffe, irgendeiner von beiden war es jetzt. Also wahnsinnig geile Bands. Es ist irgendwie so ein bisschen beschämend, aber der Soundtrack dieser Filme ist schon Hammer. Und da es ja im letzten Jahr
auch gar nichts Neues irgendwie für mich zumindest an Buchverfilmungen gab, ja, ist das definitiv von einem Rewatch ja, der geilste Soundtrack gewesen. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass auch Tenet einen geilen Soundtrack hatte und den mit Kopfhörern, ach, ist wirklich ein absoluter Genuss, aber es ist halt keine Buchverfilmung, ne? Ja, also zu meiner Schande bekommt hier auch Twilight einen Oscar, zumindest für den Soundtrack. Das möchte ich anmerken. Ja, dann geht es in der 12. Kategorie um den besten Kurzfilm, dementsprechend eine beste Kurzgeschichte bzw. eine Novelle. Und eigentlich, also ja, es stand relativ schnell fest, es ist definitiv Stephen King und es ist mindestens eine Geschichte aus Zwischen Nacht und Dunkel. Hier drin sind ja vier Hammer-Kurzgeschichten enthalten. Jetzt muss ich mich da natürlich theoretisch für eine entscheiden, wobei wenn das Buch, also das Buch bekommt von mir den Oscar, weil ich habe selten so grandiose Kurzgeschichten, Novellen von Stephen King gelesen. Meiner Meinung nach ist das wirklich sogar eine bessere Sammlung als Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und da sind ja auch zwei meiner Lieblingskurzgeschichten von ihm enthalten, die auch verfilmt sind. Und hier einfach der Hammer. Angefangen von Fähre, Verlängerung. Das fand ich einfach der Wahnsinn. Diese Idee, dass man eben ja, etwas verlängern kann, ganz egal, ob es die Haare sind, der Bart sind, andere körperliche Teile oder wie unser Protagonist eben auch einen ganz speziellen Wunsch hat und wie gemein und böse das so hintergründig wird und oder dann eben auch Big Driver, wo wir eine Autorin haben von so Strickkrimis und die irgendwie eine Lesung hat und dann einen Umweg fährt und ihr da eben ja Big Driver über den Weg läuft und es alles anders kam, als ich es vermutet habe und ich weiß noch, wie im Struggle wir waren, dass was da drin passierte, was unser komplettes Denken und was wir für richtig halten und dass es komplett über Bord geworfen wurde. Und ich bin immer noch ein Riesenfan des Nachworts, wenn dann Stephen King uns sagt, so, mein lieber Leser, jetzt nehme ich Sie an die Hand und führe Sie aus der Dunkelheit heraus. Wir waren jetzt lang genug hier. Ich könnte nur schwärmen. Ich fand wirklich diese vier Kurzgeschichten großartig und von mir bekommt dieser Band definitiv einen Oscar. Und also, ja, selten so großartige Kurzgeschichten von Stephen King oder grundsätzlich überhaupt gelesen. Also, ja, ich sollte aufhören zu schwärmen. Ja, die vorletzte Kategorie, Nummer 13, ist dann Bestes Bild. Und da geht es um das beste alleinstehende Buch. Da waren so einige in Überlegung, weil ich tatsächlich doch einige Einzelbücher gelesen habe, die ich gefeiert habe. Aber ich glaube, am nachhaltigsten in meinem Kopf ist tatsächlich Die andere Welt von Julie Cohen. Ein Buch, wo man sich nicht vom Cover täuschen lassen darf. Also es ist weder pink noch freundlich, noch machen die Libellen irgendeinen Sinn. Nein, überhaupt nicht. Die Geschichte ist unfassbar tiefgründig. Sie umfasst so viele Themen wie Freundschaft, Liebe, Familie, Trauer, Entscheidungen, Kompromisse und alle ihre Auswirkungen. Und also dieses Buch ist definitiv nicht pink oder dunkelrosa oder wie immer wir das nennen wollen. Denn wir haben hier Luise und Louis, die alles gemeinsam haben, bis eben auf ihr Geschlecht. Und wir hier die Geschichte eben erleben der beiden, wie was gekommen wäre, wenn sie eben das jeweilige Geschlecht irgendwie haben und wie die Welt auf sie reagiert, wie Eltern auch ihre Kinder anders behandeln, je nach Geschlecht und wie eben auch mit umgegangen wird mit Entscheidungen und ihren Tragweiten, so. Es war sehr emotional, es hat mich sehr berührt, es hat auch so das Denken, also diese Vorurteile oder was man ja selbst erlebt, weil wir eben nie neutral und also betrachtet werden, sondern man sieht mich und man sieht eine Frau und assoziiert damit Dinge und fragt mich Dinge, weil ich eben eine Frau bin und davon können wir uns alle nicht frei machen. Also das möchte, ne? Und das fand ich so faszinierend, auch diesen Spiegel so ein bisschen zu haben und dann eben ganz oft zu nicken und zu denken, ja, das ist tatsächlich so und dass man eben auch irgendwann in diese Rolle hineinerzogen wird. Also es hat mich echt berührt, es hat mich sehr begeistert und ich habe, ich glaube, das Vorgängerbuch von ihr, auf dem Sub jetzt mittlerweile, Das geheime Glück. Und auch hier haben wir eine berührende, glänzend geschriebene Liebesgeschichte, die kunstvoll erzählt ist, zärtlich und herzerreißend. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt und
Vielleicht gibt es da ja dann im nächsten Jahr einen Oscar für. Und in der letzten Kategorie, die nennt sich Beste Dokumentation, hier geht es um den besten historischen Roman bzw. Non-Fiction. Und da das hier so offen war, dachte ich, kann ich natürlich auch beides bieten. Zum einen das historische Buch und eben auch ein Non-Fiction-Buch. Hier habe ich dann eben auch ein Sachbuch gewählt. Das historische Buch ist für mich definitiv Die Farben der Schönheit von Corinna Bohmann. Hier geht es ja um Sophia. Wir haben eine Trilogie, die ich als Hörbuch gehört habe, deswegen kann ich es euch auch nur einblenden. Und Sophia, wir starten irgendwann in den 1920er Jahren in Berlin. Sie wird ohne Ehemann sozusagen schwanger, wird von ihrer Familie verstoßen, geht dann mit ihrer Freundin nach Paris, trifft dort auf Helena Rubinstein. Wir sind Teil des Puderkrieges zwischen Rubinstein und Arden. Wir sind dann eben auch in Paris unterwegs, wir sind bis nach New York und es passieren allerhand Dinge eben zum Thema Kosmetik. Natürlich haben wir hier auch die Nachkriegswellen, aber sehen natürlich auch mit offenen Augen auf das, was in Deutschland ab Mitte 1930 passiert. Mit einer gewissen Entfernung, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich mag es einfach, wie Corinna Bohmann geschichtliche, historische Frauen zeigt, diese Zeit greift, auch sprachlich das wunderbar verpackt und eben starke Frauen zeigt, die trotzdem Schwächen haben, wie wir sie halt alle haben. Und auch das Wachstum und die Entwicklung der Frauen, also was sich verändert hat mit der Zeit, was in welche Richtung gegangen ist, welche, sei es die Kleidung, Frisuren, hier dann auch Make-up, die Kosmetik, wie hat sich das verändert, die ersten Schönheitsfarben, auch dieser Puderkrieg ist super spannend, kann man auch tatsächlich nachlesen, ist richtig toll verpackt, also diese Mischung aus historischen und dann eben einer fiktiven jungen Frau, die eben ihr Leben irgendwie in die Hand nimmt und lebt, also fand ich wirklich richtig, richtig toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab so einen Aspekt in der Geschichte, den es für mich nicht gebraucht hat, aber ich bin ganz froh, dass der nicht zu viel und wie er dann auch ausgeht, fand ich tatsächlich gut. Also ja, eine tolle Reihe, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das Non-Fiction-Buch kann eigentlich nur Human Design sein, und zwar von Chetan Parkin. Ein Buch, das ich als E-Book im letzten Jahr gelesen habe, im Sommer. Ich mich viel um Human Design seither im Grunde alles aufsauge, was ich finde. Ich mir dann eben von dem Weihnachtsgutschein auch das echte Buch gekauft habe, das jetzt auch nochmal rereaden werde und ganz viel markieren möchte. Sind auch schon vorhanden sozusagen die Markierer und ich mich hier einfach noch viel mehr zu mir und meiner Person herausnehmen möchte. Human Design ist ja eine Mischung oder ist ja die Enthüllung der DNA zum Geburtszeitpunkt. Also mischt eben die moderne wissenschaftliche Quantenphysik mit der Genetik und wir haben hier eben die Astrologie, wir haben das Kabbala, wir haben das I Ching oder I Ching und eben auch die Chakren, die eben ja auch das Körperbild sozusagen darstellen und eben wie diese Chakren, ich weiß nicht, ob ich gerade ein Bild entdecke, wie eben die Chakren besetzt sind, das sagt dann eben etwas über uns aus, über unsere DNA, was uns mitgegeben ist und lässt uns verstehen, warum wir manchmal so ticken, wie wir ticken, warum es uns, wenn wir gewisse Handlungen machen, damit besser geht, als wenn wir entgegen unserer DNA sozusagen arbeiten, entgegen wie wir programmiert sind und natürlich auch andere zu verstehen, wie man eben noch besser miteinander kommunizieren kann. Und mir hat es unglaublich viele Aha-Momente im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gegeben und ich fand es faszinierend, nicht nur mich selbst besser zu erkennen, sondern auch durchaus paar Familienmitglieder und Freunde und ich habe auch eine ganz liebe Freundin, mit der ich mich sehr rege dazu austausche, die da ganz tief eingestiegen ist, mittlerweile auch ihre Coaching-Ausbildung abgeschlossen hat oder zumindest dabei ist. Und ich hatte auch schon ein Reading, was ich auch faszinierend fand, weil hier alles so ein bisschen zusammengeführt wurde und ich bin wirklich fasziniert von Human Design und habe auch den Nachfolger schon als E-Book auf dem Sub. Den gab es als E-Book-Schnäppchen. Ich glaube, habe ich mir im Januar zugelegt. Ja, das ist aber nicht abgebildet. Es gibt noch ein drittes Buch vom gleichen Autor. Und ich habe auch noch ein anderes Buch, Heb den Schleier, auch noch auf dem Sub. Aber das wird jetzt, denke ich, alles in diesem Jahr auch noch so ein bisschen
ja, tiefer in mich eindringen, sozusagen ein tolles Thema, was ich wirklich faszinierend finde. Und ich muss echt sagen, dieses Buch gibt einem schon so viel Einstiegswissen, also es hat einfach auch den Oscar verdient. Und das waren sie jetzt, die 14 Kategorien und ja, im Grunde ein paar mehr Oscars, wie man gesehen hat, weil man doch in mancher Kategorie ja durchaus zwei vergibt. Es hat super viel Spaß gemacht, sich nochmal mit den Highlights zu beschäftigen und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt einfach auch die ein oder andere Kategorie aufnehmt, vielleicht in den Kommentaren beantwortet. Lasst uns da gerne austauschen, vielleicht habt ihr ja eins der Highlights, das ich vorgestellt habe, auch als Highlight, dann ja, lasst uns die Oscars gerne gemeinsam vergeben, wenn schon die Film-Oscars jetzt im Februar nicht vergeben werden. Und wer natürlich Bock hat, da ein Video dazu zu machen, fühlt euch alle lieb getaggt. Der Tag ist ja auch schon ein bisschen älter und schon ein bisschen rumgegangen, aber ja, ich finde, man kann den durchaus auch jedes Jahr machen. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.